Coach Simon hier heute mit einem Ernährungsthema. Und zwar werde ich immer wieder gefragt, wie kann ich abnehmen, wie kann ich Muskeln aufbauen, wie viele Kalorien sollte ich zu mir nehmen, hast du mir einen Ernährungsplan? Und die Geschichte müssen wir anders anfangen. Was viele immer vergessen ist, sie müssen eigentlich erstmal den Ist-Zustand anschauen. Und zwar kann ich klarkommen und sagen, hey, ich habe einen super Ernährungsplan für dich und ess so und so viele Kalorien und du nimmst ab. Das ist eine Vermutung, okay? Klar, Kalorien sind Kalorien und wir können über eine Formel berechnen, wie viel wir eventuell verbrauchen. Wir können über eine Messung ungefähr aussagen, wie viel wir allgemein mit der Muskulatur, die wir haben, eventuell täglich verbrennen. Aber ist es tatsächlich so? Das bezweifle ich und daher gibt es eigentlich eine ganz einfache Methode, wie wir damit arbeiten können. Und zwar ist doch einfach mal den Ist-Zustand. Was habe ich heute gegessen? Einfach aufschreiben, was ich morgens in den letzten Wochen gegessen habe. Das bedeutet, du nimmst dir einfach ein Template, du schreibst auf. Morgens zum Beispiel 7 Uhr. Ich hoffe, man kann es gut lesen. 7 Uhr zum Beispiel, also das ist jetzt nicht meine Ernährung, es ist einfach mal eine Idee, okay? Sagen wir jemand, das ist so der Klassiker eigentlich. Ich gehe zum Bäcker, hol mir mal eine Laugenbrezel mit Butter. Dazu Cappuccino, dann um 10 Uhr bin ich im Büro. Da gibt es dann Milchkaffee und zum Beispiel ein Stück Kuchen. Um 12.30 Uhr gibt es in der Kantine Pasta, Tomatensoße und so weiter geht das Ganze. Das Ganze machst du jetzt für die ganze Woche. Oder für die letzten 3 bis 5 Tage, wo du dich gut erinnern kannst. Oder, wenn du dich nicht daran erinnern kannst, für die folgenden Tage. So, dann nimmst du dir einen Marker. Ich habe es jetzt hier schon mal in Rot geschrieben, dass man es einfach besser sieht an der Tafel. Dann nimmst du dir einen Marker und markierst mal an, welche Lebensmittel denn eigentlich zum Beispiel viele Kohlenhydrate beinhalten. Und schlechte Kohlenhydrate. Ja, im Sinne von schnelle Kohlenhydrate. Also ich habe dazu Lebensmittellisten zum Beispiel, die ich dann auch den Kunden ausgibt, damit der Kunde versteht, was ist ein Lebensmittel, was soll ich und kann ich häufig essen, wie Gemüse jeglicher Art zum Beispiel. Was sind Lebensmittel, die viel Eiweiß enthalten, was sind Lebensmittel, die viel Energie enthalten im Sinne von Kohlenhydraten und Fetten und wie diese zu kombinieren sind. Anhand dieser Liste kann ich dann hier natürlich ganz schön mit dem Marker durchgehen, grün, orange und rot. So, und dann sehe ich ganz schnell zum Beispiel Laugenbrezel mit Butter, viel Energie. Cappuccino, super, habe ich noch schön viel Milch drin. Also erstmal ein Frühstück, wo kein Eiweiß mit dabei ist. Und so starte ich eigentlich und sage erstmal, bei jeder Mahlzeit, die ich zu mir nehme, sollten mindestens 20 Gramm Eiweiß dabei sein. Mindestens. Ja? Das ist mal einfach nur so ein kleiner Richtwert. Der kann natürlich individuell komplett unterschiedlich ausfallen. Aber wenn du das jetzt schon mal machst und deine Ernährung anschaust, dann hast du auch schon mal den größten Part. Willst du Muskeln aufbauen, musst du mehr essen. Wichtig ist, du brauchst Energie, wichtig ist, du brauchst Eiweiß für den Muskelaufbau. Also kontrollieren, ist das in deiner Ernährung bisher drin gewesen? Und wie hat sich dein Gewicht in letzter Zeit denn verändert? Möchtest du Körperfett reduzieren, möchtest du abnehmen, aufschreiben, gucken? Isst du zu viel? Was hat sich mit deinem Körpergewicht in der letzten Zeit getan? Hat sich dein Körper in der letzten Zeit verformt? Ja oder nein? Positiv oder negativ? Und anhand dieses Schrittes kannst du das jetzt anpassen. Du musst nicht anfangen, Kalorien erstmal auszurechnen und sagen, boah, hey, was hatten die Laugenbrezel? Ich google mal. Dann, wie viel Butter war denn drauf? Als ob du mir genau sagen kannst, wie viel Gramm Butter du da drauf gemacht hast. Das bezweifle ich. Okay? Aber, dass du die Laugenbrezel mit der Butter nicht essen hättest sollen, sondern lieber 2 oder 3 Rühreier zum Beispiel essen sollst, das weißt du auch. So, und so einfach können wir das anpassen. Also aufschreiben, was habe ich aktuell zu mir genommen, wie beziehungsweise was sollte ich in nächster Zeit ändern und dann machst du das von Woche zu Woche, ohne großartig viel zu rechnen. Das braucht vielleicht 10 bis maximal 20 Minuten und du siehst, was du jetzt gerade falsch machst und was du anpassen musst. Kontrollier dein Gewicht, kontrollier dein Spiegelbild, das ist ganz wichtig, um zu sehen, ob es in die richtige Richtung geht. Das Training gehe ich mal davon aus, dass du das entsprechend angepasst hast, weil das ist natürlich ein zweiter wichtiger Faktor, aber mit diesem Tipp kannst du auf jeden Fall super schnell dein Körperfett loswerden, deine Ernährung langfristig gesund umstellen und auch genügend Muskelmasse aufbauen. Unabhängig davon, dass du dich strikt nach einem Ernährungsplan hältst oder sagst, oh, ich muss am Tag 2500 Kalorien essen. Guck doch erstmal, was du bisher gegessen hast. Was hat sich getan? Nix. Was muss sich ändern? Hier runter oder hoch? Dementsprechend Körpergewicht runter oder hoch.
Simple. Keep it simple. Basic first. Und wenn wir jetzt irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr weiterkommen, wo wir sagen müssen, hey, da müssen das letzte Gramm Fett muss hier runter, weil du auf die Bühne willst, dann ist doch eine Diätphase da. Aber das hier ist eine Umstellung. Diät ist was anderes. Diät ist für einen kurzen Zeitraum. Eine Umstellung ist langfristig. Eine Umstellung ist langfristiges Ziel zu erreichen. Hast mich verstanden? Das finde ich gut. Wenn dir jetzt das Video gefallen hat, dann Daumen nach oben und meinen YouTube-Channel abonnieren. Ich freue mich auch sehr gerne auf einen Kommentar von dir und definitiv mein Video weiterschicken an deine Freunde, wenn du jemanden kennst, den es interessiert, der meine Message, mein Content gerne sehen möchte, dann natürlich bitte share mein Video, das würde mir sehr viel bedeuten. Und denk immer daran, alles ist machbar.